Märchenfee? Ja, Kater Carlo. Märchenfee, ich weiß jetzt, was ich einmal werden will. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Was willst du einmal werden? Ich werde Hasenhirte. Was ist ein Hasenhirte? Na ja, oh, hallo Kinder. Hallo Kinder. Hey Kinder, ich weiß jetzt, was ich werden will. Mich haben ja dauernd die Leute gefragt, wenn du groß bist, was ich jetzt ja bin, was willst du dann werden? Ja, stimmt, das habe ich dich auch schon öfter gefragt. Ob du ein großer Mäusefänger wirst. Uah, du weißt doch, dass ich Mäuse nicht ausstehen kann. Ja, stimmt, mit Mäusefangen wird das wohl nichts. Uah, schon wieder das Wort. Nein, ich werde Hasenhirte. Hasenhirte. Kinder, habt ihr das schon mal gehört? Hasenhirte? Ich kenne einen Schafhirten. Naja, eben, das ist ja dasselbe. Ziegenbock, Stottelschaf, alles dasselbe. Und ich werde Hasenhirte. Nee, wie stellst du dir denn das vor? Naja, da drüben bei den Kindern, die haben ja Hasen. Auf die passe ich auf, dass keine andere Katze kommt. Ach so, du meinst, du stellst dich davor und verscheuchst andere Katzen. Na klar, und die Mäuse. Ja, das denke ich mir. Naja, obwohl, na egal, Märchenfee. Ja, Kater Carlo, Märchenfee, ich flüstere dir was. Ja, komm her. Was? Ja, logisch. Komm, leg dich zu mir. Ist doch klar, lese ich dir eine Geschichte vor. Egal, ob du ein mutiger Mäusefänger bist oder ein Hasenhirte oder was auch immer. Du bist mein Kater Carlo. Kinder, macht es euch gemütlich. Die Geschichte heißt Der Ziegenhirt. Es war einmal ein armer Holzhacker, der lebte sparsam mit seinem Weib und seinem Kind, denn nur mit der größten Anstrengung konnte er sich und den Seinigen den Lebensunterhalt verschaffen. Als er starb, härmte sich das Weib so, dass es ihm bald nachfolgte und Hirsel, so hieß das Kind, einsam und verlassen war. Nachdem es 2 Tage und 2 Nächte beim Grab seiner Eltern geweint, machte es sich auf, um in den Wald zu kommen, den es früher nie verlassen hatte, und wollte durch Handarbeit sich das Nötigste verdienen. Da kam Hirsel an eine breite Straße, auf welche er getrost weiterging, und gelangte nach langem Wandern in eine große, schön gebaute Königstadt. Hier fragte er fast in jedem Haus, ob er nicht Arbeit bekommen könne. Er verlangte nichts als die notwendige Nahrung, aber überall wies man den zerlumpten, furchtsamen Knaben ab, so dass er traurig und hungrig jede Hoffnung aufgab, sich in einem abgelegenen Winkel verbarg und weinte. Nachdem er so die ganze Nacht mit Weinen zugebracht, raffte er sich am Morgen auf, um zum letzten Mal zu versuchen, ob er nicht Arbeit bekommen könne. Er ging auf ein großes, schönes Haus zu, worin der König wohnte, und fragte nach Arbeit. Ja, sagte man ihm, wenn du die Ziegen hüten willst, so kannst du bleiben, sonst braucht man dich nichts. Hirsel ging auf den Vorschlag ein. Als der König erfuhr, dass sich ein Ziegenhirt gemeldet, so war er herzlich froh, denn er glaubte nicht, dass noch einer kommen würde, da schon so viele ihr Leben beim Hütten eingebüßt hatten. Er ließ den Knaben rufen und sprach: Wenn du fleißig dein Geschäft verrichtest, bekommst du Kleidung, Nahrung und am Ende eines jeden Jahres Lohn. Aber merke, was ich sage. Die Ziegen musst du auf den Berg bei der Stadt treiben, wo das prächtige Schloss steht. Um Schloss herum befinden sich schöne Gärten, Felder, Wiesen, die nur durch einen Zaun vom Wald getrennt sind, wo du die Ziegen hüten musst. Diese darfst du nicht in die fetten Felder und Wiesen hinein und drauf weiden lassen. Wenn dies geschehen sollte, wird der Herr des Schlosses ein furchtbarer Riese erscheinen und dich in Stücke reißen. Dieser beobachtet dich immer, nur eine kurze Zeit des Morgens ausgenommen, da schläft er. Nach diesen Worten entließ der König Hirsel. Dieser, froh einen Dienst erhalten zu haben, sprach in den Ziegenstall. Dieser, froh einen Dienst erhalten zu haben, sprang in den Ziegenstall, um sich mit seinem Pflegebefohlenen vertraut zu machen. Er blieb den ganzen Tag bei ihnen, ja, er schlief sogar im Stall. Eine solche Freude hatte er an diesem Tier und so gern hörte er ihr meckern. Morgen stand er in aller Frühe auf und trieb die Herde froh und munter den Berg hinan. Die nötigen Lebensmittel trug er in der Tasche. Vor dem Riesen hatte er keine Furcht, denn er nahm sich vor, die Ziegen weit vom Schloss in den Wald hineinzutreiben.
Als er oben ankam, liefen alle zum Schloss hin, denn sie kannten die fetten Wiesen zu gut, so dass Hirsel den ganzen Tag in einem Atem laufen musste, um ihnen zu wehren. Den Riesen sah er nichts. Als er seine Herde nach Hause getrieben, lobte ihn der König sehr, dass er so brav gewesen, und gab ihm einen großen Taler. Die ganze Nacht hindurch kam dem Hirsel das Schloss samt Riesen nicht mehr aus dem Kopf. Er wollte, ja, er musste alles sehen. Deshalb trieb er am anderen Tag in aller Frühe seine Ziegen auf den Berg, überließ sie dem Schicksal und schlich heimlich ins Schloss. Aber wie erstaunt er über die Pracht und Herrlichkeit, die er im Schloss fand, wo Tür und Tor im Offen standen. Sein Auge wurde geblendet vom Schimmer des Goldes, des Silbers und des Glanz der Edelsteine, die haufenweise da lagen, sowie von den blanken Rüstungen, die an den Wänden hingen. Er ging von einem Saal in den anderen und fand endlich in einem die Riesen, am Bett dahingestreckt, im tiefen Schlaf. Neben ihm befand sich die Rüstung. Hirsel erschrak über das Ungeheuer mit seinem furchtbaren Gesicht, besann sich aber nicht lang, sondern ergriff mit beiden Händen das Ritterschwert und hieb ihm den Kopf ab. Kaum hatte er dies vollbracht, stand ein kleines Männlein vor ihm, verneigte sich tief und begrüßte ihn als Herrn des Schloss samt allem, was drin und darum, und fragte, was er befehle. »Ich will was Ordentliches essen und trinken«, war die Antwort. Kaum hatte Hirsel das gesagt, verschwand das Männlein, kehrte aber mit Speis und Trank zurück. »Während ich mich sättige«, sprach Hirsel, »sieh dich nach meinen Ziegen um, treib sie die Schlossfelder herein und gib drauf Acht.« Aber nicht bloß während des Essens und Trinken musste das Männlein die Ziegen hüten, sondern auch noch so lang, als Hirsel das Schloss besichtigte. Spät abends löste sich das Männlein ab, das zu ihm sagte, »Wenn du meiner bedarfst, stampf im Zimmer, wo du den Riesen getötest, mit dem Fuß dreimal, ich werde zu Dienste stehen.« Drauf verschwand's. Lustig und munter trieb Hirsel seine Herde nach Hause, doch er war klug, von seinem Abenteuer nichts zu erwähnen. Täglich trieb er die Herde auf den Berg, ging ins Schloss, stampfte mit dem Fuß dreimal, das Männchen musste Essen und Trank bringen und während des Tages Ziege hüten. So trieb er es längere Zeit. Die Ziegen wurden fett, gaben reichlich Milch, und der König war dem Hirten, der unterdessen bei guter Kost zu einem schönen, starken Jüngling gewachsen, wegen seines Diensteifers gewogen. Der König hatte eine wunderschöne Tochter, um deren Hand sich viele, aber immer umsonst beworben hatten, denn sie waren dem Hirten herzlich zugetan und hätte niemand lieber geheiratet als ihn, wenn er von besserer Abkunft gewesen wäre. Weil sie deshalb keine Hoffnung hatte, ihren Wunsch je erfüllen zu können, verschmähte sie jeden Freier. Da jedoch der König einen Nachfolger wünschte, so schrieb er ein großes Turnier aus, und derjenige Ritter, der 3 Tage nacheinander die übrigen Bewerber aus dem Sattel heben würde, der sollte mit der Hand der Tochter den Thron nach des Königs Tod erhalten. Alle Anstalten wurden bestens getroffen, und mit Freude sah man allenthalben diesem Fest entgegenblicken. Nur die Königstochter war traurig und in sich gekehrter als je zuvor. Am Tag des Turniers, während der König mit seiner Tochter den Rittern und Großen des Reichs nach dem Kampfplatz zog, trieb Hirsel, scheinbar ganz unbekümmert um alles, was vorging, seine Herde auf den Berg, trat aber ins Schloss und forderte vom dienstbeflissenen Männlein, ihm sogleich einen Schimmel und eine stahlblau kostbare Rüstung zu bringen. Wie befohlen, so geschah's. Das Männlein brachte die verlangte Rüstung samt Helm mit wallendem Federbusch, ein Schwert und eine Lanze. Im Hof stand ein mutiger Schimmel, kostbar geschirzt. Hirsel rüstete sich mit Hilfe des Männchen und schwang sich auf den Schimmel, jagte den Berg hinab und erschien zum Erstaunen aller spät und unbekannt am Platz. Auf der entgegengesetzten Seite stand der bisherige Sieger, den Hirsel zum Kampf forderte. Dann legte er die Lanze ein, sprengte gegen ihn, warf ihm aus dem Sattel weithin in den Sand und sprengte unter allgemeinem Beifall durch die Stadt dem Schloss zu. Er war schon allen Augen entschwunden, bevor man vor Verwunderung sich zu sammeln imstande war. Alles Nachforschen nach dem unbekannten Ritter war vergebens, denn dieser trieb spät abends in seiner gewöhnlichen Kleidung die Herde nach Hause. Am zweiten Tag begann wieder das Turnier. Hirsel trieb die Herde den Berg hinan und forderte eine silberne Rüstung samt einem Rappen. Hierauf sprengte er den Berg hinab in die Mitte des Kampfplatzes, warf den Sieger des Tages aus dem Sattel und jagte auf und davon, ohne von den Reitern eingeholt zu werden, die der König deswegen aufgestellt hatte. Auf Umwegen gelangte er ins Schloss.
Noch größer war an diesem Tag die Verwunderung des Königs, aber auch die Betrübnis. Die Tochter freute sich, weil sie dadurch die lästigen Freier loswerden würde. Am dritten und letzten Tag erschien Hiesel in einer Goldrüstung auf braunem Pferd. Auch diesmal stach er den Sieger des Tages aus dem Sattel, ward aber von ihm verwundet. Auch diesmal war die Verfolgung umsonst, er kam auf Umwegen und ungesehen ins Schloss. Als er aber seine Herde nach Hause trieb, hinkte er. Der König erblickte ihn und ließ ihn rufen. »Was ist dir begegnet, dass du so hinkest?« fragte der König. Hiesel wollte mit der Sprache nicht heraus, aber durch die Bitten der Tochter wurde er bewogen, dass er sein Abenteuer mit dem Riesen und die Vorfälle beim Turnier erzählte. Voll Freude fiel ihm die Königstochter um den Hals, denn jetzt war ja ihr Bräutigam derjenige, nachdem sie sich so herzlich gesehnt hatte. Aber auch der König war voll Freude über einen so stattlichen Eidam. Unter frohen Festen, bei Musik und Tanz wurde die Hochzeit vollzogen. Lang noch lebte der König und nach ihm herrschten viele Jahre der Ziegenhirt, geehrt von allen und beim Tode tief betrauert. Naja, da zeigt sich ja Hasenhirte und dann werde ich König von unserem wunderbaren Schloss. Du willst König werden? Na klar will ich König werden. Schau dich doch mal um hier. Alles so schön. Du hast recht, wir haben es wirklich sehr schön in unserem Schloss. Na eben. Und ich werde König. Ich werde jetzt Hasenhirte. Ich gehe gleich rüber und sag's diesen Haserl, ich bin der neue Chef. Und dann werde ich König mit einer Krone. Kinder, ich schau sicher schön aus mit einer Krone, oder? Ich bin der beste König. Ja, Katha, jetzt einmal langsam. Katha Carlo, ein bisschen was musst du schon noch lernen. Manche Dinge verwechselst du, weißt das, glaube ich. Ja, Manno, als König brauche ich das nicht mehr. So, Kinder, kommt's bald wieder. Ich muss zu meinen Häschen. Bussal, Baba. Oh, hallo, ihr seid ja schon da oder noch da oder wieder da oder kurz da oder vorher da oder nachher da oder immer da. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, habe ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Katha Carlo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, all die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Katha Carlo-Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren. Warum macht ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach Mann, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like und wisst, was ich auch noch gern hätte? Vielleicht schreibt ihr mir ja mal was in die Kommentare. Katha Carlo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lässt mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen, weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Tiere Kommentare mag ich auch nicht. Also nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten nicht. Nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo da lassen.